Hier hat jetzt gerade die Arena stattgefunden. Die ist zu Ende und ich glaube, es ist mir gelungen, deutlich zu machen, dass wir dieses Land voranbringen, dass wir einen klaren Plan haben, dass wir realistisch auch unsere Vorschläge vorlegen, auch finanziert und klar austariert. Das ist heute klar geworden. Die Unterschiede sind deutlich geworden. Das wird den Unentschiedenen hoffentlich bei ihrer Entscheidung noch mal helfen. Und ganz wichtig war mir der letzte Punkt noch mal. Erste Stimme für den Kandidaten vor Ort, zweite Stimme entscheidet darüber, wer dieses Land in den nächsten Jahren führen darf. Das werden wir jetzt noch weiter ins Land tragen müssen. Nach dieser Runde ist mir da überhaupt nicht bange drum. Wir werden es schaffen.